Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Gameplay zu Titan Quest Anniversary Version. Ich bin jetzt, Rächer geworden durch die Erdmeisterschaft, habe hier 2 Punkte in Erdzauber, um ja, die Schüsse zu verstärken. Getan. Und muss dann noch Schwefe natürlich nehmen. Ab da muss ich zuerst ein bisschen auf Jagd investieren. Vor allem auf Stachelnetz, damit ich Bosse recht schnell besiegen kann. Und vielleicht auf Köder oder so. Mal schauen. So, also. Wir gehen hier nach Norden und ich zeige euch jetzt, wie es so aussieht mit dem Erdzauber aktiviert. Ist leider nicht so überragend, aber sieht schon gut aus. Sieht ja nicht nach einem Feuerzauber aus, sondern eher nach einem Spick. Einem Feuerglut oder so etwas. Also einem Feuerpfeil-Zauberzeugs. Ja, wie ich das nennen soll. Aber es ist effektiv und schnell. Tja. Das ist doch das Wichtigste. Ich hoffe, die überarbeiten noch ein bisschen besser die Anniversary-Version. Vor allem, dass es nicht mehr so extrem in die Knie geht, der Performance. So ganz mini kleine Lecks. Also, hier haben wir Ruinen. Da oben scheint eine Höhle zu sein. Gut. Ja, ein Tempel sogar. Okay. Oh. Recht viele Gegner. Töten wir die mal nacheinander. So. Die haben recht viel Leben. Halten ein paar Schüsse aus. Aber wir bekommen gute Erfahrung über. Das ist auch sehr schön. So. Und der letzte hier. So, jetzt können wir hier mal noch schauen, was wir getroppt haben. Noch alle Gräber aufmachen. So. Haben wir wenig hier. Nur Gräber. Kreuzfeuer. So. Oh, da hatten wir. Ah, das ist ein Dingmonster. Ein Heldenmonster. Oh. Da schlafen plötzlich alle. Das ist nicht so gut. Ja, toll. Die ganze Zeit diesen Schlafmodus. Okay, der kann gut Leben regenerieren. Ach komm, fast. Gut. Schön, schön. Eine Spuckschnalle haben wir noch gefunden. Boah, von Level 16 Zombies. Ja, der ist recht stark. Ah, der Beschwörer hätte da Probleme gehabt. So. Ja. Schauen wir mal. Ja,
Oh, 10 Geschicklichkeit, sehr gut, sehr wichtig. Ja, nee. Okay, gut. Nochmal Zombies. Ah, das ist noch hübsch hier. Keine Fernkämpfer. Gerade im Moment. Sind einfach zäh. Hey. Blöde Hitboxen. So, jetzt gehen wir kurz zu diesem Grab hier unten. Ja, ist nichts Gescheites, gell? Ja. So, Gold einsammeln. Und hier haben wir ein Item, ein Zombie. Die Atmosphäre ist recht geil, aber es ist ein bisschen langweilig hier drin. Kommt noch ein Heldenmonster oder so. So. Noch mehr Schreine. Ein bisschen Gold. Gold, so. Es ist ein recht langsames Spiel am Anfang, später wird es natürlich viel schneller. Aber ja, für mich ist es nicht so gut, wenn es so langsam ist. Ich hätte gerne ein viel schnelleres Titan Quest. Ohne, ja, nicht so taktisch, dafür schneller. Aber heute Abend, für euch wahrscheinlich gestern schon, spiele ich wieder Path of Exile mit dem neuesten Add-on Atlas of World und der Essence Liga. Wird dann sicher richtig cool sein. So. Dann schauen wir mal noch den Schrein hier an und dann müssen wir nach oben durch. Aber eben dieses Gameplay-Video-Zeugs. Also mehr Videos, ja. Wird sicher täglich weitergeführt. Wenn mal etwas ausfällt, dann weil ich viel zu viele Videos hochladen muss. Weil ich habe momentan richtig Bock, Videos hochzuladen. Nur gehen sie sehr lange, bis sie hochgeladen sind, weil sie hohe Qualität haben. Ja, ja. So, da explodiert sogar ein Grab. Eine Qualitätstruhe. Also, dann gehen wir noch ein bisschen raus. Und ja, 5 Minuten noch ein bisschen herumlaufen. Es könnten immer wieder Heldenmonster auftauchen und sonstige Sachen. Die es wert sind anzuschauen. Titan Quest hat immer wieder einen sehr guten Suchtfaktor. Das gefällt mir. So, was haben wir hier unten? Ja, haben keine Items mehr, die nicht angezeigt wurden, weil wir die Ding nicht angezeigt haben. Aber da haben wir das vergessen. So. Gut. Ich finde es ein bisschen blöd, dass das nicht immer angezeigt wird. Es ist immer so, oh, die Anfänger, die würden draufklicken die ganze Zeit und so. Es ist doch viel wichtiger, dass man die sieht schon von Anfang an. Die tollen Items. So. Wir bleiben jetzt mal oben und gehen nicht runter Richtung Stadt. So. Ah. Das
geht doch viel, viel entspannter wieder. So, machen wir noch das Level und dann gibt's Pause, bis ich da ein bisschen weiter bin. So, jetzt haben wir aber alles erkundet. Jetzt müssen wir hier hoch. Die Najadenhöhle muss ich ja auch noch machen dann. Jetzt leckt es wieder ein bisschen. So viel Sichtweite für die Engine. So, kommt nichts Besseres. Es ist immer gebietsabhängig, wie viel es leckt. Nicht PC-abhängig natürlich. So. Noch mehr kannst du nicht halten. Ja, ja. So ein schwacher Stab mal rausnehmen. Und mal kurz schauen. 7 Intelligenz. So. Was haben wir hier? Ah, das ist immer noch der Helm. Gut. Noch ein bisschen. Jetzt nicht mehr Gegner hier. So. Hier unten ist nichts. Die Steilküste von Megara. Voll das Snipe-Game. Moorhuhn schießen. Oder Harpien schießen auf Titan Quest Art. So, noch ein bisschen. Es geht schnell mit den Levels ups. Aber man ist immer so ein bisschen süchtig. Es fehlt halt an Levels. Sie sollen irgendwie 500 Levels machen, nicht nur 100. Nicht mal 100. So. Oh, da ist noch ein schwarzer. Ein Obsidian, so was es genau ist. Stein. So. Also, dann müssen wir unbedingt. Die lasse ich mal. Ja, lasse ich auch mal. Einmal. Ja. Okay. Damit ich Schwefel habe. Gut. Und ja, nehme ich den Frostmund. Sodele. Und hier 2 auf Geschicklichkeit. Gut. Jetzt haben wir auch noch mehr Stärke. Viel mehr Stärke. Also Schaden. Also ich bedanke mich für dieses Schauens, dieses Partes. Und der nächste Part kommt eben, sobald ich da wieder ein bisschen Update zeigen kann. Morgen oder so. Auf Wiedersehen. Tschüss.